So, hallo, liebe Zweitis, du hast ja gestern von mir so ein Bündel erhalten. Nicht alle hatten so eine Klammer, manche hatten nur so eine Büroklammer. Am besten du machst es mal auf und nimmst hier diese kleinen Zettel raus. Und dann haben wir das Arbeitsblatt, das wir heute brauchen, nämlich das Arbeitsblatt über die Umkehraufgaben. Und hier ist der Studierzeitplan. Du kannst den Studierzeitplan eigentlich auch ausschneiden und in dein Logbuch einkleben. Ja, dann weißt du immer, wo er ist und dann fliegt er nicht irgendwo in der Gegend rum. Also, den Studierzeitplan kannst du ausschneiden und einkleben ins Logbuch. Gut, heute steht auf dem Studierzeitplan drauf, dass wir nochmal die Seite 12. 11 und 12 lesen und dann die Seite 13 und 14 im Arbeitsheft bearbeiten. Danach kommt noch das Arbeitsblatt mit den Umkehraufgaben. Okay, aber zuerst die Seiten im Arbeitsheft. So, also, das ist nochmal unser Märchen. Du hast es ja gestern schon im Buch gelesen, die Nane ist bei der Mame und beide lesen. Und wir lesen die Geschichte nochmal mit Betonung und Pausen zusammen. Die Bremer Stadtmusikanten. Es war einmal ein alter grauer Esel. Lange Zeit schleppte der Esel bei einem Müller die schweren Mehlsäcke. Nach vielen Jahren hatte der Esel gar keine Kraft zum Schleppen. Der Müller legte dem Esel nur noch altes Brot zum Fressen hin. Der Esel machte sich auf den Weg. Der Esel wollte in Bremen Stadtmusikant werden. Nach kurzer Zeit begegnete dem Esel ein alter, trauriger Jagdhund. Der Hund hatte keine Kraft zum Jagen. Sein Herr wollte den Hund töten. Der Hund machte sich auf den Weg. Der Esel erzählte dem Hund von seinem Plan. Der Hund wollte auch in Bremen Stadtmusikant werden. Nach kurzer Zeit begegnete den Tieren eine alte, traurige Katze. Die Katze hatte gar keine Kraft zum Jagen. Die Herrin wollte die Katze töten. Die Katze machte sich auf den Weg. Die Tiere erzählten der Katze von ihrem Plan. Die Katze wollte auch in Bremen Stadtmusikantin werden. Hier hinten habe ich jetzt noch keine Striche für Pausen und Betonung gemacht, aber wenn deine Augen geschult sind, kannst du das auch ohne Striche. Du musst immer nur schauen, wo sind die großgeschriebenen Wörter. Danach ist Pause. Und das letzte großgeschriebene Wort im Satz ist meistens dann nochmal besonders betont. Also lies mit. Nach kurzer Zeit begegnete den Tieren ein alter, trauriger Hahn. Die Köchin wollte den Hahn in einer Suppe kochen. Der Hahn machte sich auf den Weg. Die Tiere erzählten dem Hahn von ihrem Plan. Der Hahn wollte auch in Bremen Stadtmusikant werden. Die Tiere erreichten einen dunklen Wald. In der Nacht suchten die Tiere einen Schlafplatz. Der Hahn flatterte auf die Spitze
von einem Baum. Von seinem Platz aus erspähte der Hahn ein Licht in einem Haus. Ja, erspähte heißt hier, er hat es gesehen. Ja, er hat ganz genau hingeguckt, das nennt man Spähen. Die Tiere machten sich zu dem Haus auf. Die Tiere wollten in dem Haus schlafen. Durch das Fenster konnten die Tiere Räuber beim Essen sehen. Die Tiere wollten die Räuber verjagen. Der Hund stellte sich auf den Esel. Die Katze setzte sich auf den Hund. Der Hahn flatterte auf den Kopf von der Katze. Nach wenigen Minuten machten sie ihre Musik. Du kannst dich vielleicht noch an die Musik erinnern, die wir als Bremer Stadtmusikanten im Klassenzimmer gemacht haben. Ja, da hätten Räuber bestimmt Angst bekommen. Die Räuber kriegten einen großen Schrecken. Die Räuber versteckten sich im Wald. Die Tiere hatten großen Hunger. Die vier Freunde stopften alle Reste vom Essen in sich hinein. Nach dem Essen suchte jedes Tier seinen Schlafplatz. Ein paar Tage wohnten die Tiere in dem Haus. Am Ende machten sie sich nach Bremen auf. In Bremen wollten sie eine Weile bleiben. Okay, das war das Märchen der Bremer Stadtmusikanten von den Gebrüdern Grimm. Ja, so heißen die Leute, die dieses Märchen aufgeschrieben haben. Ich werde dir, denke ich, das Märchen auch in einer gesprochenen Fassung auf Padlet hochladen. Das hier ist eine Lesefassung für dich, die ist ein bisschen einfacher. Ich werde dir mal das Märchen auf Padlet so hochladen, vorgelesen, wie das im Original ist. Dann kannst du das auch noch anhören. Ich glaube, das macht dir großen Spaß. So, und jetzt mache ich bei dem Video jetzt hier Stopp, weil das Video ist jetzt schon recht lang. Und hier für diese Seite mache ich nochmal und für die nächste Seite mache ich nochmal ein neues Video, wo ich das dann mit dir zusammen bearbeite.